Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Lani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket für den Monat Januar. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Letzte Woche habe ich die Vegan Beauty Basket Box erhalten für den Monat Januar und ich habe es leider nie geschafft, sie vorher abzudrehen. Deswegen gibt es heute ein Unboxing und da schauen wir einfach sofort mal rein. Vorneweg, die Vegan Beauty Basket Box, die kostet so viel, werde ich euch hier einblenden, im Abo und sie kommt alle 2 Monate. Jetzt werden wir sie einfach öffnen. Und ja, was ist das denn? Das ist wohl eine Tasche. Okay, also das ist, denke ich mal, entweder das erste Produkt oder ein Goodie. Und zwar ist das eine Jute-Tasche, oder wie nennt man die? Be Cruelty. Ach so, ja klar, okay. Be Cruelty Free. Und sie hat eine super Größe, finde ich. Sieht auch schick aus, nicht so wie die anderen, die bei mir lagern, wo überall die Shopnamen draufstehen, Real, Aldi, Lidl und so weiter. Finde ich sehr, sehr hübsch. Dann haben wir ein Kärtchen, es ist immer ein Kärtchen mit dabei, auch wieder mit diesem Aufdruck, Be Cruelty Free. Und dann schauen wir jetzt mal in die Box rein. Und wie immer bin ich auf den ersten Blick sehr beeindruckt. Wo fangen wir mal an? Ja, nehmen wir einfach mal das erste Produkt. Und zwar ist das eine Feuchtigkeitscreme von I+M Berlin. Ich mag die Firma wirklich sehr, sehr gerne, weil sie eine ganz tolle Firmenphilosophie hat. Und ist natürlich vegan. Eine Feuchtigkeitscreme, parfümfrei, für sensible Haut. Genau. Einmal auftragen und ausprobieren. Ja. Parfümfrei, riecht nach gar nichts. Ist das fürs Gesicht? Ich denke mal schon, ne? Genau, die leichte Gesichtscreme mit feuchtigkeitsspendendem Hyaluron und beruhigender Aloe Vera, regenerierendes Jojoba und Mandelöl pflegen die sensible trockene Haut, stärkt die hauteigene Schutzfunktion. Finde ich sehr gut. Meine Haut ist im Moment tatsächlich sehr trocken. Die zieht auch relativ gut ein, schnell ein und hinterlässt diesen, wenn man so drüber geht, dann hinterlässt sie, die ist eigentlich dann schon trocken. Werde ich gerne mal austesten und ich freue mich auf jeden Fall, dass sie dabei ist in dieser Box, weil ich, wie gesagt, diese Firma wirklich sehr, sehr gerne mache. Das nächste Produkt ist ein Serum für die Haarspitzen von der Firma You and Oil. Die Firma kenne ich auch schon. War in einer Vegan Beauty Basket dabei. Ich glaube sogar schon zweimal, die ich bekommen habe. Und zwar ist das Serum for Split Hair Ends. Amber Oil in Mineral Water. Das ist ein Haarserum. Und verbessert die Kämmbarkeit und schenkt dem Haar Geschmeidigkeit und Glanz. Strapaziertes oder trockenes Haar wird gepflegt und genährt. Die Anwendung: reiben Sie die feuchten Haarspitzen 2x pro Woche mit einigen Tropfen Öl ein. Außerdem empfehlen wir, einige Tropfen Ihrem bevorzugten Haarshampoo oder der Haarspülung hinzuzufügen. Bin mal gespannt, wie das riecht. Ich benutze Haaröle sehr gerne, weil ich dann... Einen Moment. Ich benutze Haaröle sehr, sehr gerne, weil ich doch
lange Haare habe, und bei mir ist es so, dass die Haare oben schnell fettig werden und die Spitzen eher trocken bleiben. Die brauchen also eine spezielle Pflege, und von daher bin ich sehr froh, dass das Produkt dabei ist. Muss mal eben dran schnuppern. Es riecht nach, weiß ich nicht, also es riecht sehr, sehr dezent. Es riecht nach Öl, nach pflegendem Öl, aber es hat keinen bestimmten Geruch. Ja, es riecht sehr neutral, es riecht eigentlich nach nichts. Dann habe ich hier ein Nagellack von der Firma Kia Carlotta. Es ist vegan natürlich und der Name sagt mir jetzt so überhaupt nichts. Mal eben gucken, was das für eine Farbe ist. Das scheint so eine dunkle braune Farbe zu sein. Nein, doch nicht. Was ist das? Habe ich mir die nicht ausgesucht? Genau, ich glaube, das war das Auswahlprodukt und ich durfte mir die Farbe aussuchen. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist so ein rosa, altrosa. Das ist ein Nagellack, schadstofffrei, vegan. Und ja, die Produktmenge ist limitiert, weil die Nagellacke in einem kleinen Betrieb hergestellt werden und das Münchner Label keine unnötigen Restmengen im Lager erzeugen möchte. Finde ich auch eine gute Sache. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Farbe sich auf meinen neuen Nägeln verhält. Dann habe ich hier ein Gesichtswasser, nicht Gesichtswasser, sondern ein Gesichtsöl von der Firma Marina Miracle Herbal Face Oil Correct Dry and Combined Skin. Ja, für trockene Haut und Mischhaut. Herbal Face Oil ist ein nahrhaftes und feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl, das die Haut ausgleicht. Es hat eine sehr angenehme Textur und einen feinen, beruhigenden Lavendelduft. Ja, also was mir auffällt ist, dass in jeder Box, Vegan Beauty Basket Box, immer ein Produkt mit drin ist, wo Lavendeldüfte mit beigemischt worden sind. Deswegen mag ich die Box auch wahrscheinlich so sehr. Genau, also hier ist Lavendel mit dabei, mit drin. Und feine Kräuter, Jojobaöl, Jojoba, Avocado, Himbeere und Aloe Vera geben der Haut tiefe Nahrung, ohne zu fetten oder die Poren zu verstopfen. Zieht schnell ein, die Haut wird weich und ausgeglichen. Finde ich auch sehr gut, dass es dabei ist. Gesichtsöle nutze ich jetzt nicht so häufig, aber hin und wieder finde ich, dass es meiner Haut wirklich sehr gut tut. Und ja, das kommt so in einer Pipette und duftet nicht allzu stark. Das finde ich auch sehr gut. Ich mag es auch nicht so besonders, wenn so Gesichtsprodukte zu stark riechen. Und Lavendel riecht man auf jeden Fall heraus, aber es ist wirklich sehr, sehr dezent. Dann habe ich hier ein Lipbalm, eine Lippenpflege. Ja, Lippenbalsam in Blumensamenpapier. Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, vegan, biologisch abbaubare, pflanzbare Verpackung. Was heißt das denn? Der Lippenbalsam von Beauty Made Easy. Ach, das ist die Firma. Beauty Made Easy, genau. Spendet Feuchtigkeit und verleiht ein angenehmes Gefühl. Die Außenverpackung ist komplett biologisch abbaubar und kann nach dem Aufreißen in einen Blumentopf oder Beet gepflanzt werden. Das Papier ist mit Blumensamen getränkt
und lässt 4 Wochen nach dem Einpflanzen eine kleine Blumenwiese entstehen. Wie cool ist das denn? Ich versuche gerade eben zu schauen, ob ich diese Blumensamen irgendwie erkennen kann. Nee, irgendwie nicht. Ja, die sind wohl in diesem Papier eingearbeitet und ich finde, das ist eine super, super gute Idee. Da freue ich, ich glaube, ich freue mich hierüber am meisten. So, dann habe ich hier eine braune Tüte von der Firma Melili. Bio-Baumwolle. Was ist das denn? Ah, okay. Das sind Bio-Tampons. Die Produkte von Melili bestehen aus 100% zertifizierter Bio-Baumwolle, garantiert ohne Duftzusatz oder Schadstoffe. Die 100% Bio-Baumwolle wird nachhaltig angebaut, ohne Pestizide, die den Boden übersäuern. Zudem sind die Tampons biologisch abbaubar. Finde ich auch sehr gut. Ja, das sind 3 Stück und das sogar in 3 verschiedenen Größen. Also sie sehen ganz normale aus wie ganz normale Tampons. Ne, 4 Stück sind da sogar drin in verschiedenen Größen. Ja. Das werde ich gerne austesten. Aber finde ich echt gut, dass es sowas überhaupt gibt, weil Tampons, die sind für mich eine riesen Umweltverschmutzung, weil man die Tampons einfach mehrmals täglich wechselt und werden einmal benutzt, ist klar. Und von daher diese Idee finde ich sehr, sehr gut. Die bessere Variante wäre natürlich Menstruationstassen. Aber ja, wer mit Menstruationstassen nicht klarkommt, dann wäre das vielleicht eine Alternative. Ja, das waren alle Produkte und also mir hat diese Box wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe wieder neue Produkte kennengelernt, auch interessante Sachen dabei kennengelernt und ja, den Gesamtwert dieser Box werde ich euch hier oben einblenden. Und ich denke, ich habe meine Wahl sehr gut getroffen, als ich mich damals für diese Box entschieden habe, statt für Pink Box und Glossy Box und was es nicht so alles gibt. Und von daher, ich bleibe treue Abonnentin dieser Box und ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.